Wie gut war eigentlich Michel Platini? Weltfußballer, Idol, Spielmacher. Michel Platini hat in der französischen Nationalmannschaft eine Ära geprägt und sie zu ihrem ersten großen Titel geführt. Auch im Verein, bei Juventus Turin, war der Mann mit den magischen Füßen überaus erfolgreich. Seine Zeit als UEFA-Funktionär hat seinen Ruf allerdings nachhaltig beschädigt. Das ist seine Geschichte. Michel-François Platini wurde 1955 in Jouef im Nordosten Frankreichs geboren. Sein Vater Aldo war Sportdirektor beim AS Nancy und trainierte seinen Sohn schon in jungen Jahren für eine spätere Profikarriere. Doch Platini war in seiner Jugend sehr schmächtig. Bei einem Probetraining für den FC Metz brach er auf dem Platz zusammen. Mit 17 ging er zum Club seines Vaters, spielte dort zunächst aber nur in der Reservemannschaft. Im Mai 1973 stand er zum ersten Mal für die erste Mannschaft in der Ligue 1 auf dem Platz. In der kommenden Saison erkämpfte er sich einen Stammplatz, konnte den Abstieg Nancys aber nicht verhindern. In der zweiten Liga hatte er mit 17 Toren einen großen Anteil am sofortigen Wiederaufstieg. In den folgenden zwei Jahren schoss er insgesamt 47 Tore für seinen Verein, viele davon per Freistoß, was zu seinem Markenzeichen werden sollte. 1976 machte er gegen die Tschechoslowakei sein erstes A-Länderspiel für Frankreich und traf direkt. Natürlich per Freistoß. Im gleichen Jahr wurde er zu Frankreichs Fußballer des Jahres gekürt. 1977 wiederholte er diesen Erfolg und landete bei der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres auf Rang 3. Außerdem schoss er die Franzosen zu ihrer ersten WM-Teilnahme seit 1966. Kurz vor der Endrunde in Argentinien gewann er mit Nancy seinen ersten großen Titel. Im Finale des französischen Pokals gegen Nizza gelang ihm der entscheidende Treffer zum 1:0-Sieg. Vor der WM waren große europäische Clubs aus Italien und England an Platini interessiert. Das Turnier selbst wurde jedoch zu einer sehr enttäuschenden Angelegenheit. In einer schweren Gruppe mit Italien und Gastgeber Argentinien gelang es den Franzosen nicht, sich für die K.O.-Phase zu qualifizieren. In seiner Heimat machten nicht wenige Platini dafür verantwortlich. Trotzdem wurde er zum Kapitän der Les Bleus befördert. Nach der WM blieb er ein weiteres Jahr in Nancy und wechselte 1979 zum AS Saint-Étienne, damals einer der größten und erfolgreichsten Vereine in Frankreich. Seine Zeit bei Saint-Étienne war allerdings sehr wechselhaft. Zwar spielte er gut und schoss in drei Jahren insgesamt 58 Ligatore für den Club, doch die Erfolge waren überschaubar. Saint-Étienne wurde 1981 französischer Meister, verlor jedoch zwei Pokalendspiele in Folge. Das Abschneiden war auch für Platini enttäuschend, der bei Lever eine weitere Ära prägen wollte. Doch seine beste Zeit sollte noch kommen. Allerdings nicht in Frankreich, denn nach der WM 82 in Spanien wechselte er in die Serie A zu Juventus Turin. Bei der Weltmeisterschaft gingen die Franzosen mit einer großartigen Mannschaft ins Rennen. Allein das Mittelfeld mit Kapitän Platini, Alain Giresse und Jean Tigana gehörte zum Besten, was der Fußball zu dieser Zeit zu bieten hatte. Zum Auftakt setzte es eine 1:3 Niederlage gegen England, doch dann fanden die Franzosen immer besser ins Turnier und zogen verdient ins Halbfinale ein. In Sevilla wartete die deutsche Mannschaft. Den frühen Rückstand durch Littbarski glich Platini per Foulelfmeter aus. Es ging in die Verlängerung. In dieser trafen Tresor und Giresse für die Franzosen. Die Partie schien entschieden. Doch durch Tore von Rummenigge und Klaus Fischer, mit einem wunderschönen Fallrückzieher, kam die DFB-Elf nochmal zurück. Im Elfmeterschießen hatten dann die Deutschen wie so oft das bessere Ende für sich. Eine frustrierende Niederlage für die Franzosen, nicht zuletzt, weil der deutsche Torwart Toni Schumacher nach einem brutalen Foul an Patrick Battiston gar nicht mehr auf dem Platz hätte stehen dürfen. Trotzdem bezeichnete Platini das Spiel später als Erweckungserlebnis für den französischen Fußball. Bei Juventus sollte Platini die erfolgreichste Zeit seiner Karriere haben, doch der Anfang fiel nicht leicht. Aufgrund seines hohen Gehalts wurde er von den italienischen Medien und auch von seinen Mitspielern besonders kritisch beäugt. Nach einem halben Jahr wollte er den Verein schon wieder verlassen, doch er blieb und das war eine sehr gute Entscheidung. Am Ende der Saison wurde er Torschützenkönig in der Liga, Juve gewann den italienischen Pokal und erreichte das Endspiel des Europapokals der Landesmeister. Dort unterlag man allerdings überraschend dem Hamburger SV. Es folgte das beste Jahr in Platinis Laufbahn. 1984 wurde er erneut Torschützenkönig, zum ersten Mal italienischer Meister und gewann den Europapokal der Pokalsieger. Zur Legende machte er sich aber bei der Europameisterschaft im eigenen Land. Platini spielte überragend und trieb seine Mannschaft unermüdlich an. In der Vorrunde erzielte er gegen Belgien und Jugoslawien jeweils drei Tore. Im dramatischen Halbfinale gegen Portugal traf er in der 119. Minute zum 3:2. Im Endspiel gegen Spanien war Platini erneut der entscheidende Mann. Seinen Freistoß in der 57. Minute ließ Spaniens Keeper Arconada unter dem Körper durchrutschen. Am Ende siegten die Franzosen mit 2:0 und waren Europameister. Der erste große Titel für die Grande Nation.
Platini kam auf insgesamt 9 Tore im Turnier in 5 Spielen. Obwohl die EM heute mit viel mehr Teams stattfindet, wurde diese Ausbeute nie wieder erreicht. Platini wurde mit individuellen Preisen überhäuft, darunter der Ballon d'Or und die Auszeichnung zum Weltfußballer des Jahres. Beide Titel konnte er im folgenden Jahr verteidigen, auch weil er Juventus mit einem verwandelten Strafstoß gegen den FC Liverpool zum Sieg im Europapokal der Landesmeister schoss. Das Finale im Heyse-Stadion wurde allerdings von einer Massenpanik überschattet, die 39 Menschen das Leben kostete. Platini wurde später scharf dafür kritisiert, dass er trotz dieser Tragödie zu ausgelassen gejubelt habe. Er selber sagt, dass er von den Ereignissen nichts mitbekommen hätte. 1986 wurde Platini mit Juventus erneut Meister. Als amtierender Europameister mit einem der besten Spieler der Welt in ihren Reihen, fuhren die Franzosen mit großen Hoffnungen zur WM in Mexiko. Platini war jedoch nicht fit und konnte nicht an seine Leistung bei der Europameisterschaft anknüpfen. Er traf aber im Achtelfinale gegen Titelverteidiger Italien und auch im Viertelfinale gegen Brasilien. In einem der besten Spiele in der Geschichte des Wettbewerbs musste das Elfmeterschießen für die Entscheidung sorgen. Platini verschoss, trotzdem gingen die Franzosen am Ende als Sieger vom Platz. Doch die 120 Minuten in der mexikanischen Mittagshitze forderten ihren Tribut. Im Halbfinale musste sich eine ausgelaugte Mannschaft erneut den Deutschen geschlagen geben. Das 0:2 war Platinis letztes Länderspiel. Er blieb ein weiteres Jahr in Turin, bevor er 1987 sein Karriereende verkündete. Michel Platini war kein Laufwunder und auch kein Trainingsweltmeister, doch seine Kreativität am Ball, die Qualität seiner Pässe, seine Technik, all das war seinerzeit unerreicht. Durch seine herausragende Übersicht und Spielintelligenz musste er auch gar nicht so viel laufen, er ließ lieber den Ball laufen. Er bereitete nicht nur viele Tore vor, sondern war auch selbst oft erfolgreich, vor allem seine Standards waren gefürchtet. Seine Freistoßtechnik wurde später von unzähligen Spielern nachgeahmt, nur ganz wenige erreichten jedoch Platinis Level. Aufgrund seiner Ausstrahlung und seiner erhabenen Spielweise bekam er den Spitznamen Le Roi, der König. Pelé bezeichnete ihn als den besten europäischen Spieler der 80er Jahre. Doch in jüngerer Vergangenheit hat der Ruf von Platini sehr gelitten. Seit 2002 gehörte er dem Exekutivkomitee der UEFA an, 2007 wurde er der Präsident des Europäischen Fußballverbandes. Aufgrund der Korruptionsaffäre musste er 2015 seinen Posten aufgeben und wurde bis 2023 für alle Ämter gesperrt. Man warf ihm unter anderem unethisches Verhalten vor. Ob Platini nach dem Ablauf seiner Sperre wieder auf die Fußballbühne zurückkehren wird, in welcher Rolle auch immer, bleibt abzuwarten. Was sagt ihr zu Michel Platini? Schreibt es in die Kommentare und denkt daran, das Video zu liken und den Sport1-Kanal zu abonnieren.